Hallo Gold und willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel. Im letzten Part haben wir dieses krasse Minispiel gespielt, wo wir die Fußabdrücke der Pokémon erkennen sollten. Und wow, das habe ich echt nicht so gut gemacht. Plaudega hat mir eine 3 dafür gegeben. Immerhin. Und jetzt hängen wir hier rum und machen unsere anderen Quests. Was müssen wir eigentlich tun? Ich muss mal eben gucken. Wir müssen einen Floragummi finden, ein Pulsivsamen bringen, Dodo retten und ein Rotgummi finden. Okay, alles klar. Das kriegen wir hin. Fucking Fahnenschuss. Lass Amber in Ruhe, du Arschloch. Okay. Ja, jetzt Amber etwas langsam, ist klar, ne? Aber Amber hat wieder ein normales Tempo. Okay, dann teamen wir wieder ab mit ihr. Weil wir müssen immer zusammenbleiben, Leute, sonst wird das echt schlecht enden für uns. Und da hat das Vieh erstmal Schiss. Egal, scheiß drauf dann. Ein fucking starre Lilirulili. Ja, so heißt die Leute. Stralilirulili. Ich mag starre Lili eigentlich. Ist ein cooles Pokémon. Außer wenn es mir hart auf die Fresse gibt. Kacke, ich hatte irgendein Thema im Kopf, worüber wir reden konnten. Oder ich besser gesagt. Aber irgendwie hab ich's wohl verpeilt. Was war das nochmal? Ah ja, richtig, Massenhaltung von Tieren. Ja, Leute, letztens war ich halt in der Stadt, in der krassen Hut. Oh mein Gott, das ist kein Schnabel, stirb lieber schnell. Und da waren halt Protestanten, die gegen Massentierhaltung waren, ne? Und wir wissen ja, dass sehr viele Lebensmittel einfach aus Dingen gewonnen werden, aus Fleisch halt, aus Tieren, ja? Oh, du hast das Ziel wieder erreicht, geil. Was muss ich hier nochmal machen? Wartet mal. Ein Floragummi finden. Ah, alles klar. Dann, ja, was soll ich noch sagen? Genau, und ich überlege mir halt, ich bin natürlich auch gegen, dass Tiere halt jetzt so richtig abgefuckt, gefangen gehalten werden sollen, so eine Massenhaltung, da bin ich eigentlich gegen, ja? Aber ich überlege mir, was ist die Alternative? Denn Fakt ist, wir haben ja jetzt ganz viel Essen. Nein, ich möchte nicht gehen, Möchtest du wirklich gehen? Nein. Ja, folge mir gewonnen, du hast deine Mission dafür, müsst du nicht verlassen? Nein. Ja, Teil fortsetzen? Ja, okay. Fucking Dodo, komm zurück, Arschloch. Nö. I get you ass. Ich hol mir deine EP. Ja, weil es wird halt richtig viel Essen durch diese Massenproduktion hergestellt, auch für ärmere Leute, ja, die jetzt nicht so viel Geld haben und dann dieses billige Fleisch kaufen müssen. Wenn es das nicht gäbe, dann hätten wir möglicherweise zu wenig Lebensmittel. Ja, das ist so ein Gedanke von mir, aber ich weiß nicht. Natürlich bin ich gegen die Massentierhaltung, aber was soll man sonst machen als Alternative? Ja, klar könnte man jetzt Ackerland machen und dort, wo diese Farmen waren, jetzt, keine Ahnung, Weizen anpflanzen oder so. Dann super viel Brot oder sowas produzieren. Aber, Fakt ist, dass kleine Flächen mit Massentierhaltung mehr Nahrung produzieren können, als jetzt so eine Farm, die so viel macht. Wisst ihr, wie ich meine? Weil für eine Farm brauchst du halt diese Pflanzen. Jetzt die Weizenpflanzen zum Beispiel, und die brauchen unbedingt den Platz. Tiere kannst du ja so gesehen eigentlich so richtig einschmeißen. So richtig verachtenswert behandeln. Du kriegst ja trotzdem das Fleisch. Bei einer Pflanze kriegst du es dann einfach nicht. Ja, halt Paralyse. Ich dachte, das hatten wir schon. Egal. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was man vielleicht anders machen könnte. Jetzt ernsthaft, weil dann hätten wir halt weniger Essen. Würden wir dann trotzdem klarkommen? Vor allem der Gedanke daran, dass wir so weniger Essen hätten, so bringt mich auf eine andere Sache. An sich gibt es auf der Welt genug Essen, dass jeder Mensch satt werden kann. Auch wenn wir viele Menschen sind, wir haben recht viel Essen. Aber U6 muss ich, okay. E6. Aber natürlich kostet das Essen ja was, ja? Und es wird nicht einfach vergeben. Würde es einfach vergeben werden, gäbe es keinen Hunger auf der Welt. Aber natürlich gäbe es dann wahrscheinlich auch weniger Essen, weil die Leute das nicht kostenlos machen wollen würden. Das ist schon ein bisschen abgefuckt alles.
Was ich hier nochmal machen muss, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach, wir legen jetzt einfach los so. Hier ist auf jeden Fall noch ein paar noch ein bisschen Stein-Action. Die Steine benutze ich nie irgendwie. Kann ich nicht Items eigentlich auch? Oh, Protein können wir eigentlich mal essen. Name. Kann ich nicht eigentlich auch irgendwas? Ja, ich kann auch irgendwas fixieren. Dann fixiere ich mal diese Steine. Wenn ich R, L und R drücke, dann kann ich die dann werfen. Das ist schon sehr sexy. Jo, Nidorino. Nidorino gefunden. Willst du das übergeben? Item übergeben? Ja, hier. Vielen Dank. Tschüss, Nidorino. Dungeon jetzt verlassen? Nein, ich möchte den Dungeon nicht verlassen. Die Reise fortsetzen. Okay, jetzt können wir weiter. Amber hat richtig Bock auf Stress, glaube ich. Greift einfach alles an. gibt es kein Pazifisten-Erkundungsteam hier? Fucking Dodo. Get out of my way, bitch. Sehr gut. Oh, das hatte keinen Angst. Ist ja schon fast erstaunlich. Oh, kacke. Ich habe mich einfach an der Stalinie gestürzt. Wäre jetzt nicht so cool. Amber, benutzt einfach Glut. Oh Gott. Benutzt Glut. Ja, okay, geht auch so, meinetwegen. Okay, jetzt können wir weitergehen. Wir haben fast die ganze Ebene erkundet. Das ist ja schon fast ein bisschen impressive. Rectus Gump. Hab ich dir Dingens... Ja, Glut darfst du doch einsetzen, wann du willst. Wieso nutzt du kein Glut? Was los mit dir? Amber, was los mit dir? Dodo retten und dann das Rotgummi finden. Okay, hier muss irgendwo ein Dodo rumhängen, Leute. Wir suchen es und töten es mal ausnahmsweise nicht, sondern retten es. Und Top-Elixier. Top-Elixier ist natürlich super. Wie kommen diese Top-Elixier hier in dieser Welt? Weil das ist ja voll so nach menschlichem Werk aus. Was für ein Orb habe ich eigentlich gefunden? Lässt Flüssigkeit vertrocknen. Achso, okay. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wechselorb. Und was macht der Wechselorb? Anwender tauscht Platz, okay. Kann bestimmt irgendwie taktisch nutzen. Yo, Dodo. Oh, mein Magen ist dort, uncool. Dodo. Ja, Dodo gefunden. Möchtest du ihn retten? Yeah. Hau's rein, Dodo. Vielen Dank, ihr haltet eure Belohnung in der Gilde, wenn ihr wieder zurück seid. Dann tschüss. Soll er für den Dungeon verlassen? Nein, wir haben doch was zu tun. Abenteuer fortsetzen. Och. Nein, ich möchte den Dungeon nicht verlassen. Ja, ich möchte das Abenteuer fortsetzen, oh Gott. Ja, essen wir mal einen Apfel. Ich will mal was gucken, wenn ich das jetzt Amber gebe. Werden wir trotzdem geheilt, unser Mann? Nein, natürlich nicht. Okay, nur wir als diese Samen haben Hunger. Amber hat nie Hunger. Okay, Amber hat nie Hunger. Wir wissen Bescheid, Leute. Tschüss. Könnte man nicht irgendwie auch mit den anderen Pokémon spielen? Oder dass wir als Amber spielen? Naja, keine Ahnung, egal. Nicht so wichtig. Fucking Wilberack aus dem Weg, Boy. Stahlberg, Ebene 8, meine Damen und Herren. Ebene 8. Direkt weitergehen. Stahlberg, Ebene 9, meine Damen und Herren. Ebene 9. Alles klar, hier müssen wir einen Rotgummi finden. Oh Gott, hier gibt es echt viele Pokémons. Danke, ein Hieb in dein Face, Boy. Fucking Kleinsteins. Egal, mit Kleinsteins wären wir fertig. Tschüss. Amber, geh du dahin. Oh Gott, Flügelschlag, holy shit. Ich sollte eine Sinelbeere essen. Nur essen, Klo. Nom nom nom. Ja, wreck das Vieh, Amber. Oh Gott, ich krieg so auf die Fresse. Oh Gott, ich krieg so auf die Fresse. Was soll ich jetzt machen im Leben? Ich habe nur noch zu Loot Belebersamen, aber ich glaube, ich renne einfach weg wie eine Pussy und lass Amber ein bisschen kämpfen. Tschüss! Hilf mir, Amber! Rette mich! Oh Gott! Hilfe! Hau den Vieh aufs Maul! Okay, sehr gut. Boah, Leute, Amber hat uns voll gerettet. Ja, es geht voran, mein Level ist gestiegen, sehr gut. Amber, sind wir ein Team, dann muss ich mich auch auf Amber verlassen können. Bam, 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 badan, dan, dan. Trotzdem heilen wir uns erstmal. Von dem Status-Kack. Alles klar, ein Rotgummi gefunden. Möchtest du dich jetzt verpissen? Ja. Willst du wirklich gehen? Ja. Wir haben voll viel geschafft in den Dungeon. Schon sehr impressive. Bam! Sieg! Vielen Dank für das Item Floragummi. Bitte akzeptiert diese krassen 2000 Pokédollars. Geil. Oh, vielen Dank für den Plosivsamen, Mann. Ihr nehmt das lila Gummi aus Lack. Geil.
dun, 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 dun. Nimmt auch den Heilsamen. Oh, Heilsamen, super. Dun, 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 dun. Oh, Team Co steigt von Normalrang auf Bronzerang. Hype, hype, hype. Die Anzahl der Items, die im Lager aufgebaut werden können, ist von Minekraftzahl auf 96 gestiegen. Für die Rangsteigerung hat das Team das Item Citrobeere erhalten. Geil. Vielen Dank für die Rettung. Bitte akzeptiert ihr krassen 2000 Poké-Dollars. Okay, alles klar. Nehmt auch noch das Kraftband. Nice. Rotgummi. Boah, Leute, die haben so vielen Leuten geholfen, ne? Ja, seid im Heilsam. Yes, Heilsam Hype. Und dann noch ein bisschen anderen Kram. Ach ja, Leute, war doch wieder ein sehr erfolgreicher Tag in der Welt des Mystery Dungeon Krafts. Ja, ja. Es ist natürlich immer besser, mehrere Aufträge einzunehmen, wenn wir sowieso in eine Dungeon gehen. Wir sollten auch schlafen. Ja, Amber, lass uns pennen gehen. Gedöff. Kapitel 5, die erste offizielle Erkundung. Oh, das klingt spannend. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Okay. Guten Morgen, Klo. Morgen. Dun, dun, dun. Speichern und fortsetzen. Wir speichern hier mal. Dun, dun, dun. Mit einem Lachen. Ich wollte schon mit dem Lachen, wenn wir es machen, reinhauen, ey. Hört bitte alle her. Ich habe eine wichtige Neuigkeit. Weit oben im Nordosten gibt es noch weiter draußen in den äußersten Gefilden. Dort gibt es einen Ort namens Schemengehölz. Im Schemengehölz. Dort ist anscheinend die Zeit stehen geblieben. Oh, Metal Gear. Hä? Was hast du gesagt? Du hast gesagt, sie ist stehen geblieben. Hey, hey, hey. Ja, richtig. Die Zeit im Schemengehölz befindet sich im Stillstand. Entschuldigung. Der Wind hat aufgehört zu wehen, die Wolken sind erstarrt. Tautropfen fallen nicht von ihren Blättern, sondern bleiben einfach wie schwerelos hängen. Im Schemengehölz ist tatsächlich die Zeit stehen geblieben. Oh, wow. Die Zeit stehen geblieben? Aber wie könnte so etwas Schlimmes nur geschehen? Das ist unvorstellbar. Ja, das Unvorstellbare ist geschehen. Wieso die Zeit stehen im Schemengehölz stehen geblieben ist? Nun, weil das Zahnrad der Zeit im Schemengehölz... es wurde gestohlen. Was? Das Zahnrad der Zeit wurde gestohlen? Das hat die Zeit angehalten. Hey, hey, hey! Ich hatte schon gehört, dass das passieren kann. Aber jetzt ist es wirklich passiert. Palem, palem. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wieso sollte irgendwer ein Zahnarzt der Zeit stehlen? Ein Zahnarzt der Zeit, ja. Haltet alle die Fresse. Oberwachmeister Magnusone hat bereits mit den Ermittlungen begonnen. Es ist schwer zu glauben, dass jemand es wagen würde, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen. Doch wenn ein Zahnrad der Zeit gestohlen werden konnte, sind vielleicht auch die anderen in Gefahr. Der Oberwachtmeister bat darum, sofort benachrichtigt zu werden, wenn uns verdächtige Pokémon auffallen. Also denkt daran, lasst es uns wissen, wenn euch etwas auffällt. Das ist alles. In Ordnung, Pokémon, macht euch an die Arbeit. Ah! Na. Oh, ihr da. Ihr beide, kommt mal her. Ihr macht eure Arbeit mittlerweile ganz gut. Ich war sehr beeindruckt, als ihr Traumato gestellt habt. Das war bewundernswert. Also, ihr werdet endlich eine Mission bekommen, die eines richtigen Erkundungsteams würdig ist. Wirklich? Yippie! Zeigt mal eure Wunderkarte. Hier. Hier liegt Schatzstadt. Und dort drüben ist der Ort, den ihr erkunden sollt. Da. Seht ihr? An dieser Stelle ist ein Wasserfall. Allem Anschein nach ist es nur ein gewöhnlicher Wasserfall. Aber unsere Informationen zufolge soll der Wasserfall ein Geheimnis bergen. Und da kommt ihr ins Spiel. Wir wollen, dass ihr den Wasserfall erkundet und herausfindet, was dort ist. Okay, das kann ich.
Das ist alles. Versteht ihr, worum es bei der Mission geht? Alles klar, ich hab verstanden. Gut. In Ordnung. Dann überlasse ich euch nun die gründliche Erkundung des Wasserfalls. Was? Stimmt etwas nicht? Du zitterst ja. Ja klar, es ist ein Wasserfall. Sie ist ein Feuer-Pokémon. Das könnte sie etwas raggen. Bist du in Ordnung? Amber? Ja, alles okay. Ich bin nur aufgeregt wegen der Erkundung. Das wird unser erster richtiger Job als Erkundungsteam sein. Ich bin deswegen ein bisschen aufgekratzt. Oh, okay. Ich platze gleich vor Aufregung. Wir schaffen das Klo. Ja, klar schaffen wir das. Meine Pflanzenattacken werden uns den Weg ebnen. Gehen wir. Was macht der Boy eigentlich? Was ist eigentlich sein Ding? Ihr zwei redet jeden Tag sehr hart. Hey, Klebunke. Ich wollte dich etwas fragen. Klebunke, was zum Teufel machst du hier eigentlich den ganzen Tag? Wie? Wer ich? Was ich hier mache? Alter, der Typ ist wahnsinnig. Okay, wir gehen einfach. Oder gehen wir in die Cafeteria mal gucken, was dort so ist. Ich glaube, da waren wir noch nie außerhalb der Essenszeiten. Ja, wir hatten auch keinen Grund dafür. Okay. Na, 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 na. Oh, Klo. Und Amber ist auch da. Hä? Was macht Palim Palim denn da? Weiß ich nicht. Was geht ab, Palim Palim? Hallo, was ist denn hier los? Das hier ist ein Treffpunkt. Ich habe ihn heute erst eröffnet. Ein Treffpunkt? Ja. Hast du schon mal daran gedacht, mehr Mitglieder ins Team aufzunehmen, Amber? Mehr Mitglieder? Na klar, es wäre cool, neue Mitglieder aufzunehmen. Wenn wir nicht mehr zu zweit wären, ist ja bestimmt hilfreich beim Erkunden von Dungeons. Na also, dann solltet ihr neue Mitglieder anwerben. Wie geht das denn? Ich läute ganz einfach die Freundschaftsglocke für euch, Team Cole. Dann mal los. Hey ja, Palim Palim. Palim Palim läutet die Freundesglocke. Team Cole ist nun in der Lage, neue Mitglieder anzuwerben. Palim Palim. Wirklich? Ja. Ihr bekämpft Pokémon in Dungeons, nicht wahr? Ab sofort kann es passieren, dass manche Pokémon aus Respekt vor euch Team Cole beitreten wollen. Palim Palim. Habt ihr ein Pokémon einmal angeworben? Könnt ihr es mit auf Erkundungen von Dungeons nehmen? Palim Palim. Dazu kommt ihr dann zu meinem Treffpunkt und bestimmt, welche Mitglieder ihr mit auf Erkundung nehmen wollt. Kommt also immer zu mir, wenn ihr Rekruten mitnehmen wollt. Wow, danke Palim Palim. Ja, danke Palim Palim. Mal sehen, wen wir so finden. Ja, die Jobs brauchen wir uns jetzt echt nicht angucken. Wir gehen einfach mal weiter. Hä? Was ist los? Hier sind Treppenstufen. Sieht aus, als steht da etwas auf dem Schild geschrieben. Was denn? Was ist das denn? Da steht Pandir Café. Hoffen und Träumen, Öffnungen kurze. Dicke Belohnungen. Anscheinend öffnet hier demnächst ein neuer Laden. Aber Hoffen und Träumen? Ich frage mich, was das für ein Laden sein wird. Lass uns wiederkommen, sobald er eröffnet hat. Und sehen, was es mit diesem Laden auf sich hat. Na gut, da bin ich für. Da können wir nicht einfach reingehen? Die Tür ist geschlossen, daher kannst du nicht hinein. Anscheinend sind die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen. Okay. Nein, ich möchte nicht. Och. Ich wette, da unten ist die Tür, ja? Deshalb sehen wir sie nicht, ja? Haben wir gut mitgedacht, Nintendo Game Freak Tendo? So heißen die Leute, genau. Mal sehen, was ihr Boys habt. Ein paar Sinelbeeren wären vielleicht nicht übel. Ja, das passt. Was hat der jetzt sonst noch so? Hat er neues Zeug bekommen? Ne, okay. Willkommen, krassen Kekkeon-Laden, mal sehen. Anziehung und Rückkehr. Ja, das bringt uns nicht viel. Fangen wir erstmal ein paar Sachen weg. Lagern. Ja, ich brauche die Orbs nicht.
Dann brauche ich auch nicht zwei große Äpfel. Brauche ich auch nur einen Top-Elixier. Brauche keine Pfirsichbeere. Ja, soll passen. Alles klärchen, Popärchen. Oh, ich spiele Minekraft. Okay. Gut, wir sind fertig. Jetzt können wir aufbrechen, Leute. Ich könnte jetzt mit dem Pokémon noch ein bisschen reden, aber ich bin irgendwie scharf auf die Wasserfälle. Gehen wir einfach dahin. Oh, wartet. Natürlich werden wir erstmal unser Geld noch lagern. Zwillingsbank, oh yeah. Zwillingsbank, nicht Zwillingsbank, Zwillingsbank. Ja, ich hab's richtig drauf mit den Versprechern. Ach ja. Wohin soll die Reise gehen? Geheimer Wasserfall. Alles klar. Gucken wir mal. Das ist also der Wasserfall, der ein Geheimnis bergen soll. Scheinbar. Ah! Das Wasser rast nur so herunter. Versuch du mal näher heranzutreten, Klo. Okay, stimmt. Es ist unglaublich, wie schnell das Wasser ist. Ich kann neben diesem Wasserfall kaum stehen. Ah! Siehst du, es ist atemberaubend. Wenn man unter diesen Wasserfall geraten würde, bekäme man sicher einiges ab. Ja. Vor allem um dich mache ich mir Sorgen, Feuer-Pokémon Amber. Ich hätte nicht gedacht, dass das Wasser mit so einer Wucht herunterstürzt. Wo sollen wir überhaupt anfangen zu suchen? Oh, Mann. Irgendwas kommt mir bekannt vor. Wieder so ein Schwindelgefühl. Alter, mein Kopf. MLG. Eine Höhle? Hinter dem Wasserfall? Gedöff. Ja, es ist schon wieder passiert. Ich habe etwas gesehen. Aber was habe ich denn gesehen, Alter? Was ist los, Klo? Ich habe schon wieder so eine Vision gehabt. Hinter dem Wasserfall ist eine Höhle. Was, hast du jetzt noch eine Vision? Diesmal ist ein einzelnes Pokémon in den Wasserfall gesprungen. Du hast das gesehen? Und nicht nur das. Hinter dem Wasserfall ist eine verborgene Höhle? Exakt. Aber das Wasser scheint wirklich mit großer Wucht herunterzukrachen. Stell dir vor, hinter dem Wasserfall wäre in Wirklichkeit eine harte Felswand. Aber ja. Wenn wir versuchen würden, durchzuspringen, dann würden wir ziemlich hart aufschlagen und vom Wasser gerackt werden. Ja, das stimmt. Also, Klo, was denkst du? Ist da wirklich etwas hinter dem Wasserfall? Bist du sicher, dass da wirklich eine Höhle ist? Naja, weißt du, das erste Mal habe ich mich ja auch nicht geirrt, deshalb. Nun, in Ordnung. Ich glaube dir, Klo. Ja, ich glaube fest an dich, Klo. Weißt du, vielleicht sollte ich erstmal da. Warte, vielleicht. Okay, ich muss jetzt tapfer sein. Wenn ich jetzt Angst bekomme und nicht mit vollem Tempo abspringe, dann wird es sowieso nicht gut um mich bestellt sein. Wenn ich das tue, darf ich dabei kein bisschen zögern. Sei tapfer. Nimm all deinen Mut zusammen. Ja, Amber. Sei tapfer, du schaffst das. Fertig. Los, Klo. Los. 3, 2, 1. Jetzt. Gedöff. Bedöff. Au, 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 au. Wow. Was ist das? Ja, es ist eine Höhle. Du hattest tatsächlich recht, Klo. Wow. Ich bin selbst etwas verwundert. Lass uns diese Höhle erkunden, Klo. Okay. Lüften wir ihr Geheimnis. Ja, lüften wir ihr Geheimnis. Wasser-Pokémon, ja? Sag ihn, Kuapse. Komm her, Bitch. Komm her, Bitch. Okay. Rankenieb, in dein Mull. Ich mach mir etwas Sorgen um freaking Amber. Das könnte echt eklig werden. Oh, fuck. Gut, jetzt bin ich am Arsch. Aber Gott sei Dank schütze ich Amber so ein bisschen von dem Blubber. Wenn ich so davor stehe. Jo, voll die krasse Höhle, Alter. Die Quapsel hängt hier rum. Meine Ranke in dein Mull. Tschüss. Immer noch seltsam, ein bisschen zusammen zu sein. Naja, gehen wir weiter. Krasse Pokédollars. Warum die auch immer in dieser fucking Höhle liegen, ich habe keine Ahnung. Gehen wir einfach weiter. Gedöff. Die Musik ist so seltsam hier. Was sind wir hier? Final Fantasy 12?
Oh, hi. Scherbe sollte Boden Wasser sein, deshalb wird es erst recht richtig korrekt für meinen Rankenhieb, aber ich treffe nie. Rankenhieb! Nice. Scherbe möchte ins Team aufgenommen werden. Möchtest du Scherbe ins Team nehmen? Scherbe, klar. Nice, Whitley. Jetzt möchtest du dir einen Kosenamen geben. Klar, ich nenne dich, wie nenne ich denn das Schwärme? Schwärbe. Dich nenne ich... Ich weiß gar nicht, welches Geschlecht dieses Pokémon hat. Also sollte ich lieber einen geschlechtslosen Namen nehmen. Mal überlegen. Gustav. Ja, doch, ich finde Gustav ist sehr geschlechtslos. Gustav ist ein toller Name, Leute. Nein. Okay, alles klar. Ist Gustav okay? Gustav ist super. Gut, Gustav. Was kannst du denn so cooles? Gustav, Lehmschelle, Lehmsula. Ja, fuck this shit. Fuck this shit, den Rest kannst du nutzen. Fügt den Gegner Schaden zu, senkst du dem seine Genauigkeit. Macht natürlich wenig Schaden, aber ich glaube, die Aquaknarre macht dafür ganz gut Schaden. Ja, so gut wie mein Rankenhieb, okay. Gehen wir schon weiter. Fang ihn, Kackvieh, stirb. Ja, und jetzt haben wir Gustav, ist doch super. Das ist schon ein sweeter Boy. Ja, Gustav, der ist krass. Naja, hier geht's erstmal weiter. Ich glaube, wir müssen erstmal sowieso den ganzen Dungeon machen. Ist ja nicht so, als würden wir nur einen Teil machen müssen für unsere Quest. Oh Gott, wenn Amber... Okay, alles klar. Würde das auf Amber gehen, das wäre richtig scheiße. Ist eine freaking Höhle, ne? Oh Gott, ein Tangela! Das gefällt mir gar nicht. Erstmal aufs Maul. Oh, Tangela hält mich da aus, alles klar. Klo erreicht Level 12. Alles klar, ich werde stärker. Dun, dun. Gucken wir uns Gustav mal ein bisschen an. Taktik, was kannst du denn? Team, die Gegner hinterher, den ersten Treffer meiden. Reden wir mit Gustav! Ich werde mich nützlich machen, Klo! Okay. Gustav ist Level 11. Okay, alles klar. Hat nicht sonderlich viel IQ, aber ist okay. Und Slimog. Oder ein Slimer? Ein Slimer. Hey, Slimer, stirb! Sturp! Getreckt, Bitch! Nehmen wir ein bisschen Kram mit. Der Dungeon scheint doch schon deutlich größer zu sein. Dun, 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 dun. Unser Magen geht's noch gut, okay. Wow! Ah, es war nur ein Krapsel, okay. Gehen wir einfach weiter. Noch ein fettes Gummi. Wir müssen. Oh fuck. Uncool. Gott sei Dank habe ich es abbekommen und nicht freaking Amber. Würde das richtig schlecht enden. Wir müssen dafür ein bisschen sorgen, dass Amber nicht auf die Fresse bekommt, weil sonst ein Belebersamen futsch. Und wenn Amber K.O. geht, ohne Belebersamen, haben wir verloren. Daran erinnern wir uns ja noch. Dun, 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 dun. Oh. Fucking Tangela! Get out the way, bitch! Aber gute EP, 53 EP für jeden ist doch ganz gut eigentlich. Schon geil. Boah, es war nicht sehr effektiv, es hat 17 Schaden gemacht. Meinte das eigentlich ernst? Stopp, danke AIDS. Okay. Ich weiß, ich bin nett. Scherbe kann natürlich auch auf Wasser latschen. Das ist natürlich sehr praktisch und geil. Gehen wir mal weiter zur Wasserfallhöhle. Ja, wo sonst, Alter? Yo, Welser, was geht ab? Aufs Maul. Hier ist noch ein freshes Anton. Freshes Schwanneklo. Tschüss. Okay, alles klar. Schlafsamen. Ja, hä, das weiß ich doch schon. Ich habe doch schon Schlafsamen bekommen. Hm. War mein Bidasamen, sollte sich mit Samen auskennen. Warpsamen. Zufälliger wird selben Ebene versetzt. Okay, ich sollte das also lieber auf Gegner werfen, um die verschwinden zu lassen. Nur tot, du hebst zwei Poker auf. Oh nein. Wie furchtbar. Ja, ich glaube, wir ranken das Kack viermal eben hier.
Fick dich! Scamp. Aber einfach normal aufs Maul, ja, so ist gut. Ich frage mich, wie groß diese Wasserhöhle ist. Oh Gott. Ja, ich gehe so weiterhin. Okay, alles klar, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Jetzt ganz ruhig, was mache ich jetzt? Mich heilen. Weil ich kann nicht so schräg latschen. Also ich kann es schon, aber es ist etwas scheiße auszuwählen. Wenn ich verkacke, läuft Amber da rein und der, dann wreckt das Vieh Amber. Aber wäre uncool. Wir haben ihn aber aufs Maul, weil er macht Rückzugkipp und dann ist alles gut. Lieber eine Seelenbeere statt eine Dingens. Statt ein Belebosam, Leute. Das ist wichtig im Leben. Dann, dann, dann. Wasserfallhöhle U8 im Minekraft. Jo, was geht hier ab? Willkommen, willkommen. Danke. Oder wer ist mit diesem Scamp hier? Was gehst du, mein Schuppaslack? Aha. Wie teuer ist die Sehnebeere? Den nehme ich. Ja, die Gummis nehme ich nicht. Der Samen da, was ist das? Oder das Ding? Nein, nehme ich nicht. Ja, den nehme ich. Hey, ich bezahle bei dir. Vielleicht. Das wären 80 krasse Poké-Dollar. Ja, okay. Wenn wir einfach abhauen mit den Sachen, werden wir von Kekleon gerackt. Der ist super stark. Aber man kann theoretisch klauen, ja doch. Kacke, ich bin erschreckt worden. Oh Gott! Elmer, pass auf! Nein! Oh, okay, alles cool. Fick dich, Schmerbe-Arschloch. Rattenkief in deinen Mund. Okay. Alles klar, jetzt können wir weiter. Vielen Dank, kommt bald wieder. Ja. Genau, ob ich jetzt wiederkomme. Ich glaube, ich benutze diese Steine nicht oft genug, ha? Huh? Naja. Beim nächsten Mal oder so. Oh, ich glaube, wir sind weitergekommen. Wow, sieh dir das mal an, Klo. Sieh dir die funkelnden Edelsteine an. Ja, ziemlich hübsch. Wow, sieh mal dein riesiger Edelstein. Yo. Toll, so einen enormen Edelstein habe ich noch nie gesehen. Was für ein unglaublicher Schatz. Alle werden staunen, wenn wir mit dem zurückkommen. Ja. Amber versucht, den riesigen Edelstein zu nehmen. Er rührt sich kein Stück. Vielleicht helfe ich dir oder so. Er steckt wirklich fest. Kannst du es mal versuchen, Klo? Ja. Klo übernimmt und versucht, den riesigen Edelstein herauszuziehen. Ja. Wow. Mann, der steckt echt bombenfest drin. Er rührt sich nicht. Oh, nein, das bringt nichts. Oh Mann. Du kannst ihn also auch nicht bewegen, Klo. Aber wir können doch nicht aufgeben. Wenn wir uns genug anstrengen, muss es irgendwie bringen. Wieso wäre es, wenn wir es beide versuchen oder so? Ich meine ja nur. Ich versuche es doch einmal, Klo. Er versucht noch einmal den Stein. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Sie will diesen Stein echt unbedingt haben. Aber er lässt sich keinen Millimeter bewegen. Ja. Oh, Kacke. Es passiert schon wieder. Es ist... Oh, Mann. What the fuck? Aber das war... Nein, er gibt einfach nicht nach. Amber. Durch Zufall drückt Amber in den riesigen Edelstein. Weißt du, ich hatte wieder eine Vision und... das ist... Schon gut. Oh, oh. Was passiert jetzt? Gustav! Oli! Was ist denn los? Was ist eine Flutwelle? Ja! Bitte. Wo war Gustav? Leute, das ist die Frage der Welt. Wo war Gustav? Na, da ist Gustav. Ja, ihr seid ja mal geflogen, Schätzeleins. Hey, was? Wo sind wir? Heidi, hallo. Seid ihr zwei in Ordnung? Ihr seid aus heiterem Himmel heruntergeplumpst. Oh, ihr habt uns ganz schön erschreckt. Ja.
Ich kann kaum atmen, fucking Bisasam, kleiner Körper. Wo sind wir? Dies ist die heiße Quelle. Luft! Die heiße Quelle? Oh Gott! In der Tat, dies ist die heiße Quelle. Die heiße Quelle wirkt Wunder für unsere müden Muskeln und steifen Gelenke. Gott, ich muss hier raus. Vier Pokémon kommen hierher. Sag, mein junges Pokémon, hast du eine Karte dabei? Oh Gott, helft mir! Karte? Oh, unsere Wunderkarte meinst du? Die haben wir dabei? Falte sie für mich auf. Sie ist ganz schön nass geworden. Da, hier sind wir. Hier liegt die heiße Quelle. Okay. Der Wasserfall ist da drüben, also... Hey, sieh mal, Klo! Luft! Das Wasser hat uns den ganzen Weg bis hierhin getragen. Oh Gott, ich hasse Wasser jetzt schon. Meine Güte, ihr wurdet vom Wasser hierher getragen. Was für eine lange Reise. Ja, Schätzelei, du bist nur ein Training geschwommen, ne? Lasst die heißen Quelle eure Müdigkeit wegwaschen, bevor ihr euch auf den Heimweg macht. Nein, ich will hier raus. Oh Gott, ich kann mich kaum über Wasser halten. Gute Idee, das machen wir. Vielen Dank euch allen. Ja. Gott, ich kann nicht atmen. Möchte den Abenteuer speichern? Ja, das möchte ich, Leute. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr habt diesen Part genossen von Pokémon Mystery Dungeon Himmel. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dann. Ciao.